In dieser Videoserie möchte ich analysieren, wie verschiedene Länder in ihrer Großversion heute aussehen würden. Nimm es nicht zu ernst, sondern es geht nur um das Durchspielen vom Gedankenexperiment unter Verwendung von viel Fantasie. Im letzten Video haben wir Großösterreich analysiert, doch auch Deutschland bleibt unserem Gedankenspiel nicht verschont. Wir schauen uns in diesem Video an, wie Deutschland aussehen würde, wenn es die Grenzen des Zweiten Weltkrieges noch inne hätte, also eine Art alternative Geschichte Deutschlands, und auch werfen wir einen Blick auf die ehemaligen deutschen Kolonien. Wie auch in den anderen Videos dieser Serie möchten wir groß denken und verwandeln Deutschland also von einem friedlichen, aber einflussreichen Land in ein ambitioniertes Megareich, mit dem man es sich lieber nicht anzulegen wagt. Dafür orientiere ich mich an dieser Karte hier, die die größte Ausdehnung des Deutschen Reiches Ende 1942 während dem Zweiten Weltkrieg zeigt. Hierbei fokussiere ich mich auf alle blau markierten Gebiete, mit Ausnahme von diesen Gebieten hier, da diese lediglich Verbündete oder Satellitenstaaten Deutschlands darstellen. Mit offenen Karten erhalten wir einen besseren Überblick über das Staatsgebiet Großdeutschland, das sich von der Westküste Frankreich über die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Österreich, Polen, den baltischen Staaten, über die Ukraine und Russland bis in den Kaukasus erstreckt. Auch Norwegen ist Teil Großdeutschlands, da es während dem Zweiten Weltkrieg von deutschen Truppen besetzt wurde. Doch auch auf der Balkanhalbinsel finden wir einige Exklaven Großdeutschlands, nämlich das Gebiet des Militärbefehlshabers in Serbien, also ein Stück des Königreichs Jugoslawiens, das unter deutscher Militäradministration stand. Auch Teile Griechenlands wurden während dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzt, denn Griechenland wurde während dem Zweiten Weltkrieg zwischen Italien, Deutschland und Bulgarien aufgeteilt. Deutschland kontrollierte hierbei einen kleinen Teil im Nordwesten des Landes, die Hauptstadt Athen, einige Inseln in der Ägäis sowie Kreta. Ein Großdeutschland in dieser Form hätte eine Ausdehnung von 3170 Quadratkilometer, was knapp das Neunfache der heutigen Fläche Deutschlands darstellt. Damit wäre Großdeutschland nicht nur Pi mal Daumen gleich groß wie der restliche europäische Teil Russlands, sondern auch das achtgrößte Land der Welt vor Argentinien. Und mit einer Einwohnerzahl von etwa 314 Millionen würde Großdeutschland knapp viermal mehr Menschen behausen als heute und damit das bevölkerungsreichste Land Europas sowie das viertbevölkerungsreichste Land der Welt sein, nur knapp hinter den USA. Doch in dieser Videoserie möchten wir nicht kleinlich sein und werfen deshalb einen Blick auf ehemalige Kolonien Deutschlands im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Diese Kolonien umfassen Deutsch-Südwestafrika bis 1915, Deutsch-Ostafrika bis 1918, Kamerun bis 1919, Togo bis 1916 sowie Deutsch-Neuguinea im heutigen Papua-Neuguinea bis 1914. Jetzt beginnt die Suppe erst so richtig anzuköcheln, denn wir haben die Fläche Großdeutschlands kurzerhand fast verdoppelt. Nun ist Großdeutschland grob 5825 Quadratkilometer groß und damit das siebtgrößte Land der Welt hinter Australien. Die Kolonien Deutschlands waren jedoch mit insgesamt 12 Millionen Einwohnern nicht sonderlich stark bevölkert, weshalb Großdeutschland immer noch auf Platz 4 weltweit stünde, ganz knapp hinter den USA. Fakt ist aber, dass Großdeutschland der Familie der transkontinentalen Ländern beitreten würde, ja sich sogar auf drei Kontinenten wiederfinden würde. Sprachlich sähe die Sache sehr kompliziert aus, denn eine Vielzahl an verschiedenen Sprachen würden in Großdeutschland gesprochen werden, von Französisch bis Griechisch, von Norwegisch bis Russisch und eine Menge an restlichen europäischen Sprachen. Denn nicht nur das, denn das heutige Papua-Neuguinea gilt zufälligerweise als das sprachlich vielfältigste Land der Welt und nur schon der von Deutschland kontrollierte Teil des Landes findet sich einer großen sprachlichen Vielfalt ausgesetzt. Doch neben dieser Masse an Sprachen wurde auch Englisch in den Kolonien gesprochen, zwar nicht als offizielle Amtssprache, sondern vor allem im Bereich des Handels. Und das stellt für dich keine Hürde dar, denn dank dem heutigen Sponsor Promova kannst du dein Englisch auf Tipptopp-Vordermann bringen. Promova hat sich auf spezielle Lernmethoden spezialisiert und mit Hilfe von Lernkarten, pittoresken Illustrationen und Videoelementen das Erlernen von Sprachen in ein Kinderspiel transformiert. Kurz gesagt, mit den Kursen und Funktionen von Promova kriegst du alles, was du brauchst, um deine Englischlernziele zu erreichen. Und dabei gibt es verschiedene Kurse, die geeignet sind für alle Niveaus. Neben dem allgemeinen Englischkurs gibt es einen Wirtschaftsenglischkurs, einen Englisch mit TV-Serienkurs und einen Reiseenglischkurs. Es gibt auch einen Community-Bereich, in dem du Englisch mit anderen Sprachschülern üben kannst, zum Beispiel wenn du niemanden zum Üben hast. Mit der KI-gesteuerten Funktion von Promova kannst du deine Aussprache verbessern und damit deine Sprechfertigkeit erhöhen. Das ist vor allem dann gut, wenn du Englisch zwar verstehst, aber nicht wie ein Einheimischer sprechen kannst. Und abgesehen vom Englisch steht dir die Tür auch für das Erlernen von anderen Sprachen auf Promova weit offen.
Wahrscheinlich bist du durch die Auswanderungsserie auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Falls du also an einer Auswanderung interessiert bist, ist das Erlernen der lokalen Sprache für das Integrieren in die Gesellschaft einer gewünschten Destination essentiell. So lohnt es sich also bereits jetzt mit dem Erlernen der Sprache zu beginnen. Klicke auf den Link in der Beschreibung, um deinen Kurs mit Promova zu beginnen und einfach und schnell Englisch zu lernen. Danke Promova für das Sponsoren dieses Videos. Nachdem du jetzt über die benötigten Englischkenntnisse verfügst, um am Handel in den Überseegebieten Großdeutschlands zu partizipieren, werfen wir doch noch einen etwas genaueren Blick auf die Wirtschaft Großdeutschlands. Denn wirtschaftlich würde es auf jeden Fall Japan überholen, jedoch käme es nicht an die Wirtschaftsmächte China und USA ran, wäre also weltweit die drittgrößte Volkswirtschaft. Und geopolitisch würde Großdeutschland den europäischen Kontinent ganz offensichtlich dominieren, denn es hätte Zugang nicht nur zum Schwarzen Meer, der Ostsee und der Nordsee, nein sogar zum Ärmelkanal, dem Golf von Biskaya und selbst dem Mittelmeer dank Kreta. Oh, und ganz zu schweigen vom europäischen Nordmeer dank Norwegen. All dies würde Großdeutschland nicht nur zu einem respektablen, sondern ja zu einem Schwergewicht auf der Bühne der Weltmächte machen.